Willkommen zurück. Ich hoffe, Sie haben die kurze, entspannte Pause auch genutzt, um jetzt wieder frisch bei uns zu sein nach diesem fast dreistündigen Innovationsmarathon mit Expertengesprächen und auch Ihren Beiträgen zur Hightech-Strategie. Denn jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt der Übergabe der Ergebnisse inklusive Empfehlungen an das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Aber bevor wir das machen, bekommen Sie jetzt noch mal einen kleinen Einblick in die Arbeit des Hightech-Forums, in die Erarbeitung der Hightech-Strategie, wie das abgelaufen ist, was das überhaupt genau war. Dazu jetzt mehr. Das Hightech-Forum hatte als eine der wesentlichen Aufgaben, sich damit zu befassen, wie wir Wissen in Innovationen umsetzen und das auch noch im Kontext unserer Gesellschaft. Wir beobachten aktuell drei Treiber, die ganz zentral für die Wertschöpfung sind. Wir haben den Energie- und Klimawandel, wir haben die zunehmende Bedeutung der digitalen Technologien und wir haben zunehmende Handelsbeschränkungen und Protektionismus. Wir wollen neue Mobilitätskonzepte, wir wollen mehr Umweltschutz und Klimaschutz und wir wollen natürlich auch Krankheiten wie Krebs und Alzheimer bekämpfen. Soziale Innovationen sind ein Bereich der gesellschaftlichen Modernisierung und insbesondere ein Bereich, wo auch die Politik, aber auch die Verbände, die Zivilgesellschaft Einfluss nehmen können auf die Entwicklung in der Gesellschaft. Ja, und in diesem kurzen Video, da haben Sie schon die Gesichter der Mitglieder des Hightech-Forums gesehen. Einige neue Gesichter waren dabei, andere haben Sie jetzt schon im Verlauf dieser Ergebniskonferenz gesehen und auch gehört. Wir werden auch einige der neuen Gesichter gleich noch hören, aber zunächst möchte ich ganz herzlich nochmal bei mir auf der Bühne begrüßen die beiden Co-Vorsitzenden, Professor Dr. Raimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft und den Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Christian Luft. Und Herr Christian Luft hat jetzt nicht nur den Hut des Co-Vorsitzenden auf, sondern Sie sind jetzt auch in Vertretung der Bundesministerin Frau Karliczek hier bei uns, denn Frau Karliczek ist leider verhindert. Allerdings ist es ein ganz wichtiger Grund. Es findet jetzt im Moment die Abstimmung zum Infektionsschutzgesetz statt und da kann sie natürlich nicht fehlen. Herr Staatssekretär, Sie können uns sicherlich ein bisschen mehr noch dazu sagen. Ja, wir wollten heute auch mal zeigen, dass wir nicht nur von Agilität reden, sondern auch zumindest der Verwaltung es einigermaßen auf die Reihe kriegen. Sie wissen sicherlich alle, dass heute im Deutschen Bundestag die Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz ist. Die Debatte läuft im Moment und ist eine namentliche Abstimmung gefordert. Und namentliche Abstimmung heißt, man ist verpflichtet, dort auch hinzugehen. Das ist also keine Wahloption, geh hin oder bleib weg. Sie wäre sehr, sehr gerne hier heute, aber ich meine, sie ist von Bürgerinnen und Bürgern gewählt und deswegen muss sie auch dort die Interessen vertreten und wird jetzt an der namentlichen Abstimmung teilnehmen. Und deswegen muss ich versuchen, es einigermaßen auf die Reihe zu bekommen und ihren Part jetzt im Moment zu spielen. Ja, das Ministerium ist auf jeden Fall durch Sie vertreten und darüber freuen wir uns. Und ich glaube, Sie haben natürlich beide natürlich auch ein ganz besonderes Verhältnis zu den Mitgliedern des Hightech-Forums, die wir jetzt gleich ja auch noch alle hier begrüßen dürfen. Ja, also ich muss wirklich sagen, ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die da mitgearbeitet haben. Weil natürlich sind es viele Ideen, die entwickelt wurden, aber die Ideen werden natürlich entwickelt von Menschen. Das heißt, wir brauchen immer auch kluge Köpfe, die solche Ideen entwickeln. Die entwickeln die Ideen nicht alleine, da stehen wieder ganz viele andere dahinter, die auch zuarbeiten, gute Ideen haben. Aber letzten Endes sind es natürlich diese Personen, die Sie jetzt auch sehen im Hintergrund. Ein paar von Ihnen haben Sie jetzt schon in der heutigen Veranstaltung gehört mit Beiträgen, aber nicht alle. Und für mich ist einfach ein ganz, ganz großes Anliegen, heute auch einfach mal Danke zu sagen. Wir sind alle groß im Meckern und Nörgeln, aber im Danke sagen sind wir meistens ein bisschen päp, wie es im Schwäbischen heißt. Deswegen an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, Sie haben ganz andere Dinge zu tun. Sie müssen auch Ihre Einheiten leiten, dass Sie trotzdem umsonst, unentgeltlich, aber nicht umsonst im Sinne von, es war fruchtlos, sondern ohne Geld einfach ihre Zeit und ihr Engagement für uns gegeben haben. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Und es war auch wirklich eine Freude, mit Ihnen zu arbeiten. Das ist natürlich immer so, es gibt unterschiedliche Interessen, man muss die versuchen, irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Aber die Art und Weise, wie wir miteinander gearbeitet haben, wie wir auch so eine gegenseitige Wertschätzung für eine andere Position auch hatten,
Das fand ich klasse und das hat mir richtig viel Spaß gemacht, zusammen mit Herrn Professor Neugebauer das ein bisschen zu moderieren. Ich würde nicht sagen, dass wir es unbedingt geleitet haben, aber zumindest moderiert haben wir es, weil wir hatten natürlich so viele kreative Köpfe, die lassen sich ungern leiten. Aber das war eine schöne Zusammenarbeit. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Und offensichtlich auch ergebnisorientiert. Haben Sie denn noch ein Anliegen, das Sie mit uns teilen wollen? Eins hätte ich schon noch, wenn ich darf. Wir haben unheimlich viel Zeit miteinander verbracht und miteinander gesprochen und gerungen um die Formulierungen. Aber ich würde schon ganz gerne noch von dem einen oder anderen mal wissen, was ist denn jetzt sein Herzenswunsch, wenn er einen Wunsch frei hat aus dem, was wir gemacht haben? Was soll man noch mehr vorantreiben als bisher? Also was ist so der Joker, den Sie jetzt noch haben, wo Sie sagen, den möchte ich aber heute noch mal anbringen? Das ist großartig. Schade, dass ich nicht gefragt werde. Ich würde auch gerne mal einen Wunsch loswerden, aber das kann ich in einer anderen Gelegenheit. Wir haben jetzt aber natürlich ein paar Mitglieder, glückliche Mitglieder des Hightech Forums, die ihren Wunsch jetzt auch entsprechend formulieren können. Und ich möchte jetzt zunächst bitten, Frau Professor Dr. Antje Bötzius, die sie ist Direktorin am Alfred-Wegener-Institut. Ja, wir sind sehr gespannt, Ihren Wunsch zu hören. Ja, hallo. Schönen guten Nachmittag auch an Herrn Luft, an alle, die hier dabei sind. Wir haben in dieser Runde Hightech Forum uns erheblich damit beschäftigt, wie bei der Innovation der Zusammenspiel soziale, ökologische und technische Innovation gelingen kann und haben herausgehoben, dass es dabei auch um wirklich starke Verknüpfung und ressortübergreifende konkrete Missionen geben muss. Die Missionen sind formuliert, es ergänzen sie sich dauernd, weil es große Herausforderungen immer weiter gibt. Aber eins ist wichtig und eins ist der große Wunsch. In dieser Aufgabe des ressortübergreifenden Zusammenarbeit, der Umsetzungspfade hin zu den Zielen, die Missionen haben, muss die Forschung, muss das wissenschaftliche Wissen einen Platz haben an den Tischen der Aushandlungen. Und dafür sind Sie mitverantwortlich, dass uns das gelingt, die Vernetzung bis hin zur internationalen Kooperation noch stärker umzusetzen, um eine Chance zu haben, unsere Missionen auch zum Ziel zu führen. Denn uns allen geht es dabei um die bessere Lebensqualität und Chancen auf eine bessere, gesündere Zukunft. Vielen Dank, Professor Bötzius. Und ich weiß nicht, ob Sie sehen konnten, der Staatssekretär macht sich Notizen. Frau Professor Dr. Anke Hassel, Professorin für Public Policy an der Hertie School. Bitte Ihr Wunsch. Ja, lieber Herr Staatssekretär Luft, zunächst einmal auch herzlichen Dank von mir. Ich fand das Hightech Forum toll. Es war eine klasse Erfahrung. Wir haben sehr konstruktiv miteinander gesprochen und auch über die Disziplinen hinweg. Ich würde jetzt gerne drei Wünsche an Sie formulieren. Nämlich, ich hatte mir was vorbereitet und bin jetzt überrascht von dem einen Wunsch, aber ich habe eigentlich drei, wie bei Aschenputtel. Und wenn ich mir die drei Wünsche anschaue, dann würde ich sagen, erstens, dass wir im Hightech Forum gelernt haben, dass soziale Innovationen für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Modernisierung notwendig sind und soziale Innovationen anderen Entwicklungspfaden folgen im Unterschied zu technischen Innovationen der Privatwirtschaft. Und dafür würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung eine eigenständige Strategie zur Förderung sozialer Innovationen auflegt. Und dazu gehört meines Erachtens auch eine Zuständigkeit innerhalb der Bundesregierung speziell für soziale Innovationen. Der zweite Wunsch geht in Richtung Sozialunternehmen. Sozialunternehmen sind zentrale Treiber von sozialen Innovationen und sie brauchen ein stimulierendes Ökosystem, das ihnen erlaubt zu experimentieren und sich finanziell auch tragfähige Strukturen zu schaffen. Und dafür würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung überlegt, eine Innovationsagentur aufzulegen mit eigenen Förderlinien und eigenen Budgets für Sozialunternehmen und insbesondere für soziale Innovationen. Das wäre ein wichtiger Beitrag. Und der dritte Punkt betrifft den öffentlichen Sektor. Innovationen sind wesentlich auch von staatlichem Handeln abhängig. Und auch das ist eine Lektion des Hightech-Forums. Und dafür ist der öffentliche Sektor zentral. Daher möchte ich Sie bitten, in einer neuen Hightech-Strategie, wenn es sie dann geben sollte, auch die Innovationen im öffentlichen Sektor zu berücksichtigen und auch in den Mittelpunkt zu stellen. Herzlichen Dank dafür. Danke Ihnen, Professor Hassel. Und damit machen wir gleich weiter mit Marion Jung, Geschäftsführerin der Chromotech GmbH. Sie haben einen Wunsch frei. Sehr geehrter Herr Luft, schön, dass wir Mitglieder hier nochmal unsere Herzensangelegenheiten an Sie richten können. Meine Herzensangelegenheit ist natürlich das Thema wissensintensive Ausgründungen. Dafür brenne ich. Und ich möchte, dass unsere hervorragende Forschung stärker in die wirtschaftliche Anwendung kommt. Und meine Bitte lautet, dass meine Empfehlung an Ihr Ministerium lautet,
dass Sie die Förderung von wissensintensiven Ausgründungen als Mission, als weitere Mission, als möglicherweise gemeinnützige Mission den Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen ermöglichen. Ich glaube, dass wir damit hervorragende Unterstützungsleistungen für Gründungswillige auslösen können, die Berührungsängste für Unternehmertum abbauen können an den Hochschulen und damit eine ganz neue Gründerkultur schaffen. Zumindest in meiner Branche der Biotechnologie kann ich sagen, es fehlt hier an Nachwuchs im Bereich Ausgründungen, ganz deutlich. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Dr. Jung. Professor Dr. Hanna Krasnova, Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Uni Potsdam, ist die Nächste, die einen Wunsch frei hat. Genau, ja, vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Staatssekretär Luft, Professor Neugebauer, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Also ich möchte gerne etwas zu unserer Empfehlung zur Stärkung von Zukunftskompetenzen und Qualifizierung sagen. Es ist tatsächlich unumstritten, dass die Digitalisierung in vielen Bereichen einen großen Mehrwert schafft. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Schattenseiten, die wir auf jeden Fall berücksichtigen müssen. So kann Digitalisierung zu Ungleichheiten, insbesondere im Bereich der digitalen Bildung und der digitalen Arbeit führen. Und um diesen unerwünschten Entwicklungen entgegenzuwirken, ist es von entscheidender Bedeutung, digitale Kompetenzen zu fördern. Und dafür sind natürlich passende Bildungsangebote für alle Lernphasen, Lebenssituationen notwendig, um Menschen auf diesem Weg zu unterstützen. Also ich denke, digitale Ausbildung, digitale Fortbildung müssen ein natürliches Element des Arbeitsalltags werden, aber auch von Schulalltag. Also an dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich auch nochmal für die Zusammenarbeit bedanken. Vielen, vielen Dank, Frau Professor Krasnova. Wir machen weiter mit Professor Dr. Wolfgang Lücke, ehemaliger Präsident der Universität Osnabrück. Sie haben auch einen Wunsch frei. Ja, zunächst auch erst noch mal Dank an Herrn Staatssekretär Luft und Herrn Neugebauer für die wunderbare Zusammenarbeit. Wesentliche Empfehlungen des Ergebnisberichts beruhen nicht allein auf Vorschlägen der Mitglieder des Hightech-Forums. Auch Partizipation über viele Kanäle bestimmt unser Handeln. Ganz besonderes Augenmerk möchte ich auf die Regionaldialoge richten, in denen wir uns mit verschiedenen Akteuren zu unterschiedlichsten Themen austauschen konnten. So zum Beispiel über künstliche Intelligenz und Sensorik in Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft und dies sogar in Präsenz in Osnabrück. Dabei sind gute Ideen entstanden, wie zum Beispiel die Forderung nach Errichtung von Reallabors zur schnelleren Umsetzung erforderlicher Maßnahmen. Es zeigte sich, dass Deutschland in diesem speziellen Umfeld um die Umwelt und die Agrartechnik eine Spitzenposition weltweit einnimmt, auch und besonders bei Mittelstandsgetrieben. Die Potenziale von Bio-IT im Hinblick auf Erhalt und Förderung des ländlichen Raums sollten deshalb noch konsequenter gefördert und genutzt werden. Klima, Gewässer und Artenschutz könnten dadurch erheblich verbessert werden. Das wünsche ich mir. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Professor Lücke. Wir kommen zu Professor Dr. Dr. Manfred Prenzl. Er ist Leiter am Zentrum für Lehrerinnenbildung an der Uni Wien. Auch Sie haben einen Wunsch frei. Ja, gerne. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Luft, wie Sie sich vielleicht denken können, sind mir als Bildungsforscher ganz besonders Kompetenzen wichtig, die eine Hightech-Gesellschaft heute und in Zukunft braucht. Zu den Zukunftskompetenzen zähle ich vor allem schon bereits genannt die digitale Souveränität, verbunden mit der Fähigkeit, das eigene Lernen zu planen und zielorientiert zu steuern, also selbstständig zu lernen. Und jetzt zu meinem Wunsch, um die Entwicklung solcher Kompetenzen über die Lebensspanne besser unterstützen zu können, müssten die Verantwortlichen im Bildungssystem konsequenter als bisher solche Kompetenzziele klären, präzisieren und immer wieder nachjustieren. Vor allem kommt es darauf an, dass Maßnahmen zur Stärkung dieser Kompetenzen zwischen den ganz unterschiedlichen Partnern und Verantwortlichen im Bildungssystem besser abgestimmt werden. Soweit mein Wunsch. Vielen Dank auch für die gute Zusammenarbeit. Vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt noch zwei Empfehlungen oder Wünsche. Der erste von Professor Johannes Vogel, Generaldirektor am Museum für Naturkunde. Ihr Wunsch bitte. Ja, ich muss mich wie alle anderen auch dafür bedanken, wie viel ich gelernt habe, wie toll wir zusammenarbeiten konnten. Und ich kann wirklich nur empfehlen,
dass das BMBF die Bundesregierung weiter auf offene Innovationskultur setzt, da noch mutiger arbeitet, noch mehr Grenzen einreißt. Ich glaube, dass dieses Forum, wie auch, was ja auch der Kollege Lücke schon gesagt hat, unser Engagement mit Gesellschaft gezeigt hat, wie viel Interesse da ist. Auch Covid zeigt, dass es nur zusammengeht. Und da kann noch ganz viel gemacht werden. Und ich hoffe, dass nicht nur die Wissenschaft sich ändert, um offener zu werden, sondern vielleicht auch die Gesellschaft weiterhin bereit ist, mitzumachen. Und Museen, aber auch Wissenschaftsorganisationen müssen hierbei eine wichtige Rolle spielen, dass wir diese neue Kultur üben. Herzlichen Glückwunsch an das BMBF für diese tolle Initiative und bitte so weiter. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen zum letzten Redebeitrag, der in einer Minute schon die Zeit drüber geht. Aber die Zeit nehmen wir uns einfach für Frau Professor Dr. Brigitta Wolf, ehemalige Präsidentin der Uni Frankfurt. Natürlich haben auch Sie einen Wunsch frei. Ja, für Deutschland besonders wichtige, wissensintensive Gründungen müssen auch aus der Wissenschaft kommen. Und wir alle wissen, wir können noch besser werden. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir diesmal in dem Bericht auch Vorschläge zum Abbau von Transferbarrieren und Unsicherheiten aus Sicht der Betroffenen aufgenommen haben. Und zwar in das Kapitel Initiativen für Transferfreiheit. Lesen lohnt sich, das ganze Kapitel. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Wolf. Ja, es gibt viel zu tun, Herr Staatssekretär, und Sie bekommen natürlich jetzt dann auch in Kürze unsere Empfehlungen überreicht, Corona-konform. Aber bevor es soweit ist, kann ich vielleicht noch einmal betonen, dass diese Empfehlungen diesmal sehr innovativ überreicht werden. Wir alle kennen das Problem, Daten, gespeicherte Daten können auch mal verloren gehen. Jetzt gibt es so etwas wie synthetische DNA. Die ist hervorragend zur Speicherung von Daten geeignet, weil DNA eine hohe Speicherdichte hat und die Daten lange halten. Das Genom der Neandertaler, das können wir noch heute lesen und das liegt ja nun wirklich eine ganze Weile zurück. Deshalb schauen wir jetzt erstmal nach Marburg. Dort hat sich nämlich das Mitglied des Hightech-Forums, Frau Professor Wopen von der Uni Köln, diesen Prozess einmal erklären lassen. Das schauen wir uns an. DNA wird von allen Lebewesen auf der Erde als Erbinformation verwendet und hat eine sehr, sehr hohe Speicherkapazität, denn sie muss ja die Informationen für den Bauplan des Lebens speichern. Das Hightech-Forum hat sich mit dem Zusammenwachsen von Biowissenschaften und Informations- und Kommunikationstechnologien befasst. Wir sind es ja gewohnt, diese Bereiche getrennt zu denken. Das eine ist das biologische, dreidimensionale, sinnliche und das andere das kalte, zweidimensionale und binäre in 0 und 1. Diese Bereiche können aber zusammenwachsen und voneinander auch lernen. Und ein Beispiel für uns ist die Speicherung digitaler Daten in biologischen Materialien. Das kann viele Nutzen haben. Und wir haben uns das Ganze in diesem Labor angeschaut und sind froh, den Ergebnisbericht der Forschungsministerin in DNA überreichen zu können. Wenn man sich mal anschaut, wo heutzutage die Informationen gespeichert sind, alles wird digital gespeichert und das ist natürlich unglaublich praktisch, weil alles sehr schnell verfügbar ist und so weiter, ist absolut komfortabel. Aber wenn mal es zu einem Ausfall kommt, dann ist halt auch einfach alles weg. Die Leute stellen sich ja immer vor, ich schicke irgendwas in die Cloud und speichere das da. Also das sind riesige Rechenparks, wo die Daten dann gespeichert werden. Die brauchen unheimlich viel Strom, die produzieren unheimlich viel CO2 und sowas hat man bei DNA-Speichern nicht. DNA hat eine extrem hohe Datenspeicherdichte und man kann sich das also ganz gut vorstellen. Jeder kennt ungefähr so einen Tetrapack Liter Milch und wenn Sie sich vorstellen, Sie können das gesamte Internet können Sie in einem Liter DNA speichern. DNA hat noch weitere Vorteile. Sie ist sehr, sehr lange haltbar. Jeder hat von der Sequenzierung des Neandertaler-Genoms gehört, wo es möglich war, die DNA-Information nach Zehntausenden von Jahren seit dem Aussterben des Neandertalers wiederherzustellen. DNA ist eine Molekülkette, die aus vier Bausteinen aufgebaut ist, die in jeder Reihenfolge kombinierbar ist. Der erste Schritt, um aus digitalen Daten einen DNA-Speicher herzustellen, findet in der Informatik statt.
die Idee dahinter ist, wenn Sie jetzt digitale Informationen in DNA speichern wollen, dass Sie das einfach trivial machen können. Ja, Sie können einfach den Binärcode, die einzelnen Nullen übersetzen in ACGT und so weiter. Diese kurzen DNA-Fragmentstücke können dann synthetisiert werden, sodass wir dann echte Moleküle vorliegen haben in einem Röhrchen. Um die digitale Information wieder aus dem DNA-Speicher auslesen zu können, wird zunächst die DNA wieder in Wasser gelöst und wird dann sequenziert. Dann kommen wir wieder zu einer DNA-Sequenz und diese DNA-Sequenz kann dann anschließend wieder in die digitale Information übersetzt werden. Und diese Fiole ist jetzt auf magische Weise in einem Kubus zu uns nach Berlin gekommen, zusammen mit der PDF-Ausgabe des Ergebnisdokuments. Und normalerweise würde man das jetzt natürlich feierlich überreichen. Das geht Corona-bedingt eben leider immer noch nicht. Aber Professor Neugebauer, als Co-Vorsitzender des Hightech-Forums, gibt es sicher noch ein paar Worte zu sagen. Vielen Dank. Zunächst haben wir ja virtuell heute den Bericht zu überreichen und wir waren im Hightech-Forum insgesamt 21 Mitglieder, Herrn Staatssekretär Luft und mich eingerechnet, und alle sind heute zu Wort gekommen. Einige während des Programms und einige Kollegen jetzt mit den Wünschen für die Zukunft. Und ich glaube, gerade bei den Wünschen für die Zukunft haben Sie schon erkennen können, wie sehr wir im Vergleich zu früheren Jahren hier zusammengefunden haben zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, aber auch Vertretern von Verbänden, Zivilgesellschaft und der Politik gemeinsam. Und wir haben insgesamt, ich möchte die Zahlen durchaus noch mal am Schluss erwähnen, 2019 und 2020 9 Impulspapiere an die Bundesregierung übergeben, 7 Sitzungen der Hightech-Forumsmitglieder in intensiven Diskussionen haben das hervorgebracht und haben Maßstäbe gesetzt. Ich habe mich sehr gefreut, dass das durch die Kollegen heute auch alle gewürdigt wurde an Offenheit und konstruktiver Diskussion. Wir haben uns also auch nichts geschenkt in strittigen Fragen. Nur so kommen wir ja gemeinsam nach vorn. Also das war wirklich beispielgebend für die Zukunft. Und wir hatten dann 15 Workshops, 2 parlamentarische Veranstaltungen mit Vertretern aus dem Bundestag und die Kommentierung durch die Öffentlichkeit und die Vorstellung in Staatssekretärsrunden quasi durch die gesamte Bundesregierung, die Herr Staatssekretär Luft übernommen hat. Also ich denke, das war eine intensive Arbeit. Alle machen das ehrenamtlich und Sie haben die Kollegen gesehen. Jeder hat große Verantwortung und dennoch haben sich alle sehr persönlich hier intensiv eingebracht. Auch von meiner Seite als Co-Vorsitzender nochmal ganz herzlichen Dank für diese exzellente Zusammenarbeit. Aber auch das Dabeisein, also nicht nur Mitglied des Gremiums zu sein, sondern es sich einbringen, dieses Intensive, war ganz besonders. Und im Ergebnisbericht haben wir also jetzt Empfehlungen, die wir für die nächste Legislatur der Bundesregierung mit an die Hand geben, für eine kommende Hightech-Strategie. Wie immer die heißen wird, es gab heute schon viele Vorschläge, zum Beispiel auch von Frau Hassel, ob das dann eine Innovationsstrategie, eine Zukunftsstrategie ist. Auch da sind wir kreativ, denke ich, Herr Luft, auch für die Zukunft. Und ich möchte abschließend vielleicht noch sagen, auch aus meiner Tätigkeit in der Fraunhofer Gesellschaft heraus, wo wir sehr international tätig sind, aber auch nicht nur mit Institutionen, sondern auch mit Regierungen anderer Länder reden. Ich werde oft gefragt, wie ist das deutsche Wissenschaftssystem organisiert und wie ist unsere Innovationspolitik organisiert. Und ich muss berichten oder kann berichten, ein solches Format, wie wir hier in Deutschland geschaffen haben, wo Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft durch Verbände sich so intensiv in einer so kreativen Form austauschen, wenn jemand es woanders findet, uns ist das weltweit noch nicht begegnet. Wir haben also nicht nur etwas zu geben durch unsere konkreten Forschungsergebnisse, sondern auch in dieser Methodik auf allerhöchster Ebene und in der Breite der Gesellschaft. Das sollten wir uns bewahren und es wäre
toll, wenn das in der nächsten Legislaturperiode eine Fortsetzung finden würde. Wir hätten etwas zu verlieren. Und ich würde alles auch persönlich mit daran setzen, wie sicher alle anderen Hightech-Forumsmitglieder, dies wieder in der Zukunft fortzusetzen. Nochmal herzlichen Dank. Und Herr Luft, ich möchte es nicht versäumen, als Ihr Co-Vorsitzender darf ich das vielleicht heute übernehmen, dass Sie in Doppelfunktion hier sind, im Namen aller Hightech-Forumsmitglieder nochmal ganz herzlich auch dem BMBF, der Hausleitung zu danken, insbesondere auch Frau Karliczek ganz persönlich, die an vielen Sitzungen teilgenommen hat. Und ohne diese, wenn ich so sagen darf, Schirmherrschaft auch des Ministeriums, hätten wir so auch nicht zusammengefunden. Und ganz herzlichen Dank auch Ihnen persönlich für unser gutes Miteinander. Ganz, ganz herzlichen Dank und machen wir was draus für die Zukunft. Ja, Herr Staatssekretär, machen wir was draus für die Zukunft. Ich glaube, das ist ein gutes Motto, wie wir weitergehen sollten. Wirklich was draus machen. Ich glaube, wir haben jetzt einen wirklich tollen Bericht. Und ich möchte noch mal sagen, wenn sich so viele Menschen treffen und an einem Text arbeiten, gibt es immer die Gefahr, dass man sich am Ende einigt auf einen Text ohne Ecken und Kanten, der so ein bisschen den kleinsten gemeinsamen Nenner widerspiegelt. Das wäre dann sinnlos. Und ich glaube, das ist eine Stärke in diesem Abschlussbericht, dass Sie Papiere finden, die durchaus Ecken und Kanten haben. Und der Professor Vogel hat gerade gesagt, wir brauchen auch eine gewisse Offenheit. Und da möchte ich nochmal allen danken, die daran mitgearbeitet haben, weil keiner versucht hat, seine Position so 100% durchzudrücken, sondern auch mal gesagt hat, okay, wenn ich es alleine schreiben würde, wäre das anders. Aber als gemeinsames Projekt ist es so okay. Und ich finde, das war schon eine große Leistung, wenn man mal einmal mit Herrn Professor Neugebauer diskutiert, der hat schon auch seinen eigenen Kopf. Und dass es dann trotzdem am Ende ein Papier gibt, wo alle mitmachen, so war es ja bei allen anderen 19 auch, die einen eigenen Kopf haben, dass man dann trotzdem sich einigt auf ein Papier mit Ecken und Kanten. Das finde ich eine große Leistung. Da bin ich auch wirklich stolz, da ein Teil gewesen zu sein. Und ich würde gerne auch so weitermachen künftig. Und wir sind natürlich auch, also das freut uns natürlich, und wir würden gerne wissen, Frau Bundesministerin Karliczek wäre ja gerne hierher gekommen, das hatten Sie auch gesagt. Und ich glaube, sie hat für uns aber durch Sie quasi ihre Botschaft auch mitgebracht, wenn ich Sie darum bitten dürfte. Ganz herzlichen Dank. Meine Ministerin, Frau Karliczek, wäre natürlich unheimlich gerne heute dabei gewesen bei Ihnen und mit uns zusammen heute diese Veranstaltung auch zu begehen. Leider ist jetzt eben parallel dazu das Infektionsschutzgesetz im Bundestag, wo es namentliche Abstimmungen gibt und wo sie dabei sein muss. Deswegen soll ich Ihnen ganz, ganz herzliche Grüße ausrichten. Allen, die mitgearbeitet haben, aber allen, die uns heute auch zuschauen und die künftig mitarbeiten wollen und alle ermutigen, da dabei zu bleiben, bei der Stange zu bleiben. Und wenn ich darf, würde ich jetzt ganz gerne Ihre vorbereitete Rede vortragen. Ich muss mich da ein bisschen am Text orientieren, den habe ich jetzt nicht auswendig gelernt. Von daher muss ich ab und zu mal auf mein Papier spicken, wenn Sie das mir bitte erlauben würden. Sehr geehrter Professor Neugebauer, liebe Mitglieder des Hightech-Forums, sehr geehrte Damen und Herren, die heute unsere Veranstaltung mitverfolgen. Die Ministerin ist wirklich stolz darauf, heute Ihre Empfehlungen entgegennehmen zu können durch mich. Und ich glaube, die Form, die Sie gewählt haben, zeigt auch mal, wie Informationen verdichtet sein können. In so einem kleinen Fläschchen stecken eben so viele Informationen und die vor allen Dingen so ist unsere Hoffnung, die ganz, ganz lange auch lesbar sind. Und das finde ich schon eine Art und Weise, schon, die bezeichnend ist, wie Sie denn diese Abschlussbericht heute übergeben, nicht in einem dicken Schmöker, sondern in so einer Form, dass wir tatsächlich innovativ und kreativ waren. Dafür schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, dass diese Empfehlungen, die wir heute bekommen haben, uns auch wirklich wichtige Impulse geben. Impulse, mit denen wir die Forschung und Innovationsstrategie auch wirklich weiterentwickeln können. Es ist ein wichtiger Beitrag für eine Innovationskultur, und das war heute oft auch das Schlagwort, wir brauchen auch eine Kultur der Innovation. Und zwar eine, die Offenheit und Agilität ermöglicht, eine, mit der wir gleichzeitig unserer Verantwortung für die nachkommende Generation in Deutschland und Europa gerecht werden können. Denn wir glauben schon, dass Deutschland Innovationsland ist, aber auch bleiben muss. Und wir haben es heute auch von Herrn Brudermüller gehört, damit das so bleibt, da gibt es keine Garantie dafür. Wir müssen uns anstrengen. Ich glaube wirklich, dass wir auch ein Jahrzehnt der Modernisierung brauchen in diesem Land. Und es stimmt auch,
Die vergangenen Monate haben uns allen viel abverlangt. Aber sie haben dabei auch eine neue Dynamik aufgebracht. Also wir haben einen Veränderungsdruck, wir müssen uns ändern, wir können nicht weitermachen wie bisher. Und aufgrund dieses äußeren Drucks, glaube ich, ist dieser Digitalisierungsschub jetzt schon auch spürbar. Und jetzt geht es aber darum, diesen Schub auch tatsächlich zu nutzen. Jetzt nicht innezuhalten, sondern diesen Schub zu nutzen. Und dabei geht es um die Frage, wie wir künftig leben wollen, aber auch, wovon wir künftig leben wollen. Und noch ist völlig offen, welche Region bei der Entwicklung von neuen Technologien weltweit den Ton angibt. Wer künftig die technologischen und die wertebasierten Standards auch vorgeben kann. Aber wir wollen nicht hinten anstellen. Wir wollen da an der Spitze mitlaufen. Die Aussichten dafür sind gut. Wir haben gute Voraussetzungen, um Digitalisierung, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung und Gesundheit als die großen Themen unserer Zeit voranzutreiben, um tatsächlich Innovationstreiber zu bleiben. Dafür gibt es Hebel. Wir müssen erstens technologisch souverän sein. Das heißt nicht, dass wir alles selber machen im Land, aber souverän. Nur so ist unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell zukunftsfähig. Nur so können wir Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Deutschland und Europa halten. Und nur so können wir unsere hohen Standards bei Sicherheit und Datenschutz auch wirklich wahren. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, uns bewusst zu machen, dass wir es selber in der Hand haben, die technologische Souveränität in der EU in diesem Jahrzehnt spürbar auch auszubauen. Zweitens, wir müssen auf Zukunftstechnologien setzen. Wenn man das Geld nur einmal ausgeben kann, kann ich das nicht breit mit der Gießkanne streuen. Das heißt, ich muss mir in einem gesellschaftlichen Konsens klar sein, wofür will ich das Geld ausgeben. Und das sollten Zukunftstechnologien sein. Wir müssen in Deutschland und in der Europäischen Union selbst in der Lage sein, Schlüsseltechnologien zu verstehen, herzustellen und dann auch weiterzuentwickeln. Dazu gehören insbesondere, und das zeigt, glaube ich, auch die Diskussion in der Hightech-Strategie, im Hightech-Forum, zu diesen Schlüsseltechnologien gehören künstliche Intelligenz, Mikroelektronik, Quantentechnologie, genauso wie die grüne Wasserstofftechnologien. Und dazu gehört eben auch DNS-basierte Speicherung von Daten, wie wir es ja in unserem Kubus heute sehen. Aber wichtig ist, wir dürfen uns auch nicht auf Erfolgen von vergangenen Tagen ausruhen. In der Hängematte ist es bequem, aber Zukunft gestaltet man bestimmt nicht aus der Hängematte heraus. Wir brauchen also den Willen, den Mut und auch die Freude, was Neues auszuprobieren und was Neues anzupacken. Und wir vom BMBF, wir würden Sie da gerne unterstützen. Das BMBF hat sich dafür eingesetzt, dass die Bundesregierung neben dem Konjunkturpaket auch ein Zukunftspaket schnürt. Und dieses Zukunftspaket enthält erhebliche Investitionen in Schlüsseltechnologien. Nur so können wir wirklich zu einem Treiber werden für die Entwicklung in Europa. Dazu brauchen wir aber auch Sie. Wir brauchen forschungsstarke Unternehmen, wir brauchen große Konzerne, aber auch die Breite der kleineren und mittleren Unternehmen. Gerade die sind ja die Hidden Champions in unserem Land. Und wir brauchen Startups. Und dafür muss es auch eine Kultur geben. Und wir brauchen vor allen Dingen auch gut ausgebildete Fachkräfte. Das darf man nie vergessen. Wir müssen natürlich auch die Kompetenzen, die wir brauchen, lehren und lernen. Und deswegen bin ich so froh, dass wir mit der Initiative Digitale Bildung auch eine Möglichkeit haben, über die ganzen Stufen hinweg, nicht nur in der Schule, sondern schon auch im Kindergarten, aber auch in der Weiterbildung, Fortbildung, etwas gemeinsam aufzusetzen, wo wir solche Kompetenzen auch tatsächlich erlernen können. Und wir brauchen das entsprechende Wissen in unseren Forschungseinrichtungen und Hochschulen. Ich glaube, das ist der dritte Baustein unserer Innovationspolitik. Wir haben viele deutsche Universitäten und Forschungseinrichtungen, die sich in der Spitze der Welt schon etabliert haben. Das sehen wir auch an Nobelpreisen, die wir einheimsen können. Aber wir brauchen nicht nur die Spitze, wir brauchen auch eine Breite. Wir müssen es überall ermöglichen, dass junge Menschen mit guten Ideen vorankommen können. Und wir sind natürlich auch ein bisschen stolz darauf, dass wir in relativ kurzer Zeit Impfstoffe in diesem Land entwickeln konnten. Ich glaube, das war eine beispiellose Erfolgsgeschichte, die aber nicht jetzt den Grundstein hat, was wir vor ein, zwei Jahren gemacht haben,
sondern wie wir vor 10, 15 Jahren Forschungspolitik aufgestellt haben. Und da zeigt sich, man muss halt auch manchmal einen langen Atem haben. Das wünsche ich mir auch manchmal, dass man nicht immer nur auf die kurzen Effekte schielt, sondern auch weiß, man muss schon zumindest Grundlagen legen, damit wir auch künftig noch Geld verdienen können und Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger tatsächlich im Land haben. Es zeigt sich also, langer Atem kann sich auszahlen. Und dann komme ich jetzt schon mal zu unserem Hightech-Forum. Da möchte ich nochmal direkt unsere Forumsmitglieder ansprechen. Sie haben der Bundesregierung in den vergangenen 2 Jahren vielfältige Wege für das Innovationsland Deutschland aufgezeigt. Es ist eben nicht so, dass man am grünen Tisch in Berlin sich etwas ausdenken kann, sondern dass man es gemeinsam machen muss. Forschung, Unternehmen, Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung müssen gemeinsam was entwickeln. Sie haben deutlich gemacht, wo unsere Chancen künftig sind. Und ich möchte im Namen der Ministerin Ihnen dafür die offenen und kritischen Diskussionspunkte von Herzen danken. Man muss da eine gewisse Frustrationstoleranz auch mal mitbringen. Das ist klar, weil man sich nicht immer durchsetzen kann zu 100%. Aber Sie haben sich darauf eingelassen und dafür auch im Namen meiner Ministerin ganz herzlichen Dank. Ihre Empfehlungen werden dabei helfen, in der kommenden Legislaturperiode die Forschung und Innovationspolitik in diesem Land weiter voranzutreiben. Das Hightech-Forum ist die tragende Stütze der Politikberatung in Forschung und Innovation. Es vereint höchste Kompetenz aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie sind wirklich die Vordenker, die Vorausschauenden und vor allem Sie sind diejenigen, die uns Wege für die Zukunft aufzeigen. Wir haben es aber selbst in der Hand, aus den 20er Jahren jetzt ein Jahrzehnt der Innovation, ein Jahrzehnt der Modernisierung zu machen. Wir können verschlafen, ängstlich und verzagt sein. Wir können aber auch tatkräftig mit Lust auf Neues Innovationen entdecken und sie einfordern. Das bedeutet Anstrengung, das kann aber auch Spaß machen. Wir wollen das 3,5%-Ziel für das Jahr 2025 weiter fest im Blick haben und möglichst ausbauen. Bereits jetzt gehören wir mit 3,17% des Bruttoinlandsprodukts als Staat und Wirtschaft zur Spitzengruppe der Industriestandorte weltweit. Und wir hoffen, dass wir auf diesem Wege weitergehen können. Wir wollen Forschung und Innovation in unserem Land zukunftsfähig machen. Dazu gehören, und das ist heute ganz, ganz wichtig geworden, auch in den vielen Beiträgen aus dem Chat, nicht nur technologische Entwicklungen, sondern auch soziale Innovationen. Und ich hoffe, dass Sie sich mit diesen Beiträgen, die wir hier bekommen haben, auseinandersetzen, sich inspirieren lassen, die nicht eins zu eins unbedingt zu übernehmen, sondern weiterzuentwickeln. Und das würde bedeuten, dass wir unsere Zukunft gemeinsam gestalten. Dazu kann jede und jeder mitmachen. Dazu wollen wir Sie einladen. Das wird nicht immer alles glatt laufen. Das wird auch Misserfolge und Fehlschläge mit sich bringen. Das ist kein Beibruch. Aus der Forschung kennen wir das ja. Aus Misserfolgen können neue Erkenntnisse gewonnen werden. Und deswegen würde ich Sie einfach gerne aufrufen. Gehen Sie mit uns diesen Weg mit, seien Sie agil, seien Sie mutig und vor allen Dingen haben Sie Lust auf was Neues. Das liegt mir am Herzen, wenn ich auch einen Wunsch noch äußern darf zum Schluss. Mutig, Neues zu entdecken, offen zu sein und sich nicht auseinanderbringen lassen, wenn es tatsächlich mal einen Misserfolg gibt, sondern aufstehen und weitermachen und dafür zu kämpfen, dass wir ein schönes Land haben, in dem es sich lohnt zu leben. Das wäre mein Wunsch am Ende. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Und natürlich ist es klar, dass auch Sie einen Wunsch noch zur Verfügung hatten. Danke auch, dass Sie uns die Worte der Bundesministerin nahegebracht haben. Und ich denke mal, das PDF-Format bietet sich mehr zum Durchblättern und Lesen an. Wir wissen, dass die Daten in der Fiole auf jeden Fall länger halten werden. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch noch an den Co-Vorsitzenden des Hightech-Forums, Herr Professor Neugebauer. Wenn es noch ein Anliegen gibt, dann ist jetzt der Moment, es kundzutun. Ansonsten würde ich an dieser Stelle einfach Danke sagen, vor allem auch Ihnen, dass Sie in diesem virtuellen Format, und ich kenne das selbst, stundenlang vor einem Computer zu sitzen, dass Sie uns die Treue gehalten haben. Vielen herzlichen Dank. Von meiner Seite kann ich Tschüss sagen, danke fürs Zuschauen. Die Arbeit geht weiter, zum Beispiel auch bei Mirko, der hat für Sie noch eine Hausaufgabe. Aus. Wir schreiben einen unangekündigten Test.
Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Aber wie jetzt schon mehrfach angeklungen ist, suchen wir noch einen neuen Titel für die künftige Hightech-Strategie, die dann nicht mehr so heißen wird. Denn Hightech schließt vielleicht das eine oder andere nicht ganz mit ein, das noch gemeint ist. Man könnte Innovationsstrategie sagen, man könnte sich aber auch was ganz anderes ausdenken. Und da sind Sie aufgefordert. Wir haben schon mehr als 100 Vorschläge bekommen, die in diese Richtung gehen und die uns da nahegelegt wurden. Ich schaue mal hier auf meinen schlauen Zettel. Zum Beispiel haben wir den Vorschlag bekommen, neue Horizonte wäre eine Möglichkeit, Innovation 2100 und Innovation Now. Das sind drei von ungefähr 100 Vorschlägen, die wir bisher bekommen haben. Aber Sie können natürlich auch noch was einreichen, wenn Sie möchten. Das Ganze geht online. Und online ist ein ganz gutes Stichwort. Wir haben nämlich bei Twitter noch eine Frage bekommen von Philipp Frey. Er sagt, ich hätte gerne den Input von Uwe Schneidewind zu Co-Kreation gesehen. Gibt es das zum Nachschauen? Ja, das gibt es zum Nachschauen. Ab morgen finden Sie die komplette Veranstaltung am Stück nochmal online auf hightechforum.de und bei YouTube und außerdem auch einzelne Highlights aus diesem Livestream. Da können Sie das nochmal ganz in Ruhe angucken, falls Sie jetzt nicht die gesamten 3,5 Stunden mit dabei gewesen sind. Vielen Dank auch von meiner Seite fürs Zuschauen und ein großer Dank auch an das Team hinter der Kamera, an Regie, an Technik, an Licht und an alle anderen, die mitgewirkt haben bei dieser Organisation. Und ja, ich würde sagen, bleiben Sie innovativ und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Tschüss.